Okay, also das ist hier ein geistlicher Kampf, der hier ausgeführt wird. Ich glaube, dass das die Zeit ist, wo der, das sind die ersten 5 Monate nach der Mitte der 70. Jahrwoche. Also in der ersten Hälfte der Jahrwoche ist Jerusalem wiedergeboren und diese beiden Zeugen predigen das Evangelium. Ja? Und in der Mitte der Jahrwoche, nach 1260 Tage, wenn sie ihren Dienst vollendet haben, kommt der Antichrist und bringt die um, dann sind die weg. Ja, dann kommt der falsche Prophet nach Jerusalem und richtet da ein schrecklich okkultes Regiment auf. Ja, und diese Phase, die er dort hat, die sind diese 5 Monate. Und diese Zeit, die wird verkürzt. Wenn die nicht verkürzt würde, dann würde der Antichrist und der falsche Prophet würden 3,5 Jahre in Jerusalem herrschen. Bis Jesus kommt. Ja, aber diese Herrschaft des falschen Propheten in Jerusalem, die so okkult ist, wo Dämonen und alles Mögliche dann auf der Welt sein wird, die wird nur 5 Monate lang sein. Wird aber die nicht beschädigen, die das Siegel Jesu haben. Geistlich nicht beschädigen. Geistlich nicht beschädigen, genau. Ja, ja? Ich habe da mal eine Verständnisfrage. Gute Frage. Also ich glaube, dass am Anfang der 70. Jahrwoche, dass Jerusalem zum Glauben kommt. Ja, an Jesus Christus. Das wäre die 70. Jahrwoche. Hier wäre die Mitte. Und dass Jerusalem hier zum Glauben an Jesus Christus kommt. Und die predigen ja das Evangelium von Jerusalem aus der ganzen Welt. Und ich glaube, dass da auch in Israel, in Juda und im Umfeld, dass dort auch Menschen zum Glauben an Jesus kommen, die jetzt nicht in Jerusalem wohnen, aber durch den Dienst der beiden Zeugen zum Glauben an Jesus gekommen sind. Ja, das heißt also, hier, wenn hier Jerusalem ist, ja, da haben die beiden Zeugen ihren Dienst und das strahlt ja auch ins Umfeld aus. Also ich glaube, dass um Jerusalem auch Menschen zum Glauben kommen an Jesus, Juden. Denn Jesus sagt, wenn ihr sehen werdet den Gräuel der Verwüstung, dass er steht an der Stätte, wo er nicht soll, wer dann im jüdischen Land ist, der fliehe in die Bergwüste, ja. Und von dieser Flucht in die Bergwüste, da schreibt auch Offenbarung 12 mal. Also es wird in Jerusalem werden die beiden Zeugen, die werden getötet werden. Aber es wird auch Menschen geben, die an Jesus glauben, hier in der Zeit, auch in der zweiten Hälfte der 70. Jahrwoche noch. Und die, von denen sagt Jesus, wenn ihr seht, dass der Antichrist hier den Gräuel der Verwüstung aufrichtet, nämlich dass er sogar die Priesterschaft im Tempel tötet, ihr wisst jetzt, was ich meine, ja? Der bricht ja in den Tempel und tötet dort die Priesterschaft. Das ist der Gräuel der Verwüstung. Es kommt Verwüstung, es kommt eine große Verwüstung, die Verwüstung wird bis zum Ende sein und es wird einen Gräuel dieser Verwüstung geben. Und das ist, wenn der Antichrist die Gemeinde Jesu tötet. So schlimm ist es vor Gott, wenn einem Christen etwas angetan wird. Das ist ein Gräuel vor Gott. Ich sage das bewusst, nicht den Juden. Das ist auch schlimm vor Gott, keine Frage. Aber ein Gräuel ist, wenn die Gemeinde Jesu verfolgt wird. Dieses Maß müssten wir haben. Wir sind ein bisschen verschoben da, aber gut. Dieser Überrest, wer dann im jüdischen Lande ist und sieht, dass der Gräuel der Verwüstung aufgerichtet wird, da wo er nicht soll, der fliehe in die Berge und schaue nicht zurück, weil das geht so schnell hier, das macht Schnapp und dann ist vorbei, die Falle schnappt zu. Ja? Und wer auf dem Haus ist, geht nicht wieder ins Haus, sondern flieht so schnell, wie es geht, flieht in die Wüste. Und diese Flucht in die Wüste wird auch in Offenbarung 12 zweimal beschrieben. Und die dauert einmal exakt 1260 Tage. Das ist hier. Ja, das sind exakt 1260 Tage. Und das ist so ungefähr 3,5 Jahre, 42 Monate. 2 Zeiten, 1 Zeit und 1/2 Zeit. Weil hier hinten ganz viele Stichtage zusammenkommen. Hier hinten liegt irgendwo die Entrückung, hier liegt Hamageddon, hier liegt Christi wiederkommt auf den Ölberg. Das ist alles hier zusammengefasst. Ja? Und je nachdem, wo sich das bewegt und befindet, wird diese Frist dann genannt. Aber die hier, die ist exakt 1260 Tage. Taggenau. Weil Jerusalem an einem Tag zum Glauben an Jesus kommt und an einem Tag dieser Gräuel der Verwüstung aufgerichtet wird. Ja? Und darf ich noch eins vielleicht noch sagen? Und das, wo wir jetzt reden von hier, das ist diese Zeit. Das sind diese 5 Monate. Ja, zeitlich. Die Aufstellung der Gräuel der Verwüstung. Ja, ja. Also die beiden Zeugen werden hier getötet. Der Antichrist setzt sich hier in den Tempel Gottes. Der geht hier nach Jerusalem rein und sagt, den zwei Zeugen konnte ja niemand was tun.
wenn denen jemand was tun wollte, ging Feuer aus ihrem Mund. Ich kann das nur wiederholen, wie es in der Bibel steht. So steht es halt da. Niemand konnte die schädigen. Denn ihre Aufgabe ist, zum letzten Mal das Evangelium Jesu Christi einer sterbenden Welt zu predigen. In Power. Das ist Power-Evangelism. Das andere ist billiger Abklatsch, ja? Die haben die Power. Und die Könige auf Erden, die quält das, weil die denen die Wahrheit sagen. Die sagen, ihr tut dies und jenes und das, was ich jetzt nicht beim Namen nennen wird. Das nennen die dann beim Namen. Sagen, ihr müsst Buße tun, ihr kommt in die Hölle. Ihr müsst Jesus Christus annehmen. Das dauert 3,5 Jahre. Corona ist 2,5 Jahre jetzt. Wir hätten dann noch ein Jahr vor uns, ja? Und dieses brennende Zeugnis, das Evangelium Jesu Christi, das wird nicht beendet werden, bis die ihren Dienst geendet haben. Und dann kommt ein Tier aus dem Abgrund. Und das tötet die. Und das herrscht 42 Monate lang. Nämlich hier hinten in der Zeit. Und wenn der Antichrist das hier in Jerusalem tut, dann zieht der wieder zurück und lässt seinen Statthalter dort, den falschen Propheten. Ein okkulter Mann. Und der übt die Herrschaft des ersten Tiers vor ihm aus. In Jerusalem. Mit solch einer okkulten, das ist eine schlimme Zeit, keine Frage. Mit solch so einer okkulten Sache. In der Zeit sind die Gläubigen aus Juda in der Bergwüste und sind dort versteckt. Denn in Offenbarung 12 findet ihr zwei Fluchten. Einmal 1260 Tage und einmal 3,5 Zeiten. Ja? Und da spricht die Bibel, hier wird eine Flucht sein. Und die fliehen 1260 Tage weil hier wird ja Jerusalem belagert von dem Heer. Hier flieht schon mal ein Teil. Ja, in die Bergwüste und sind 1260 Tage dort. Und wenn der Antichrist hier kommt, wenn der Gräuel der Verwüstung aufgestellt wird, sagt Jesus, dann fliehe in die Wüste, ja, und kommt, wenn auf dem Dach ist, geht nicht ins Haus, sondern so schnell wie es geht weg. Und das ist die zweite Flucht, die ist hier und die dauert 3,5 Zeiten. Ja, aus Daniel auch. Dann haben wir die beiden Fristen da zusammen. Und die 2300 Abende und Morgen, die fügen sich hier hinten irgendwo an. Ja? Also das wären 150 Tage und die 2300 Abende und Morgen wären 1150. Ja? Und das zusammen gibt 1300, ja? Als Frist. Und Daniel spricht mal von der Frist von 1290, ja? Und auch nochmal von der Frist von 1335. Wenn ihr euch das als Eisenbahn vorstellt, dann wissen wir, in welchem Waggon was passiert. Aber wir wissen nicht, wann der Zug im Bahnhof einläuft. Wenn der Zug im Bahnhof einläuft, dann wissen wir taggenau, was wann passiert. Wenn Gott Gnade gibt. Die in Jerusalem, die werden das hier aus der Offenbarung ablesen können. Denn es wird bald geschehen, was bald geschehen muss. Das ist der Sinn der Offenbarung. Die Offenbarung ist 90 nach Christus geschrieben worden für den Zeitpunkt. Ja? Ja, also man sagt, dass der Antichrist einen Bund schließt mit den vielen für 7 Jahre, ja? Mit den vielen für 7 Jahre, ja? Das ist nicht richtig ganz, was ich sage. Da steht eigentlich, der kommende Fürst wird den Bund befestigen, den vielen, oder wird einen Bund schließen mit den vielen. Der kommende Fürst steht da. Der kommende Fürst, glaube ich, darf man sagen, das ist der Antichrist, ja? Der macht einen Bund, warum mit den vielen? Warum steht er da nicht mit Israel? Alle, die ihr hört, sagen, ja, der Antichrist macht ja einen Bund mit Israel. Ephraim. Wer hat es gesagt? Ephraim? Ja? Dankeschön, ja? Mit Ephraim. Ja? Israel bricht auseinander in zwei Teile. Ja? In Juda und in Jerusalem. Und hier oben in Ephraim. Ja? Und wenn das passiert, das ist das Erste, was wir in der Endzeit sehen werden, ist, dass Israel zerbricht. Hört ihr aber auch nirgendwo, habe ich auch noch nirgendwo gehört, aber kann man in den Propheten sehen. Wenn Israel zerbricht, haben wir gestern gesagt, da steht der Vorhof, ja, Heiligtum, da fehlt die Priesterschaft noch. Dann wird Jerusalem wiedergeboren, das ist die Priesterschaft, haben wir gestern gesprochen drüber. Und der Antichrist, von dem ich glaube, dass der aus Damaskus kommt, ja, weil da kam der Antiochus Epiphanes auch her, das waren Seleukide, ein Syrer, der macht einen Bund mit den vielen. Ja? Warum nur viele? Weil die dann gar keine Zeit mehr haben, ein geordnetes Staatssystem einzurichten. Ja? Die Knesset ist ja in Jerusalem. Die ganzen Befehlsstrukturen, die Server, die Computer, die Infrastruktur, die Manpower ist alles in Jerusalem. Das ist eine unorganisierte, strukturierte Masse, die einfach keine Lust mehr hat,
mit Juda zusammen zu sein. Das wird sein wie bei Jerobeam und Rehabeam, ja, als Israel geteilt wurde. Da hat man den Modellfall. Und ich erwarte, dass sich das buchstäblich wiederholt. Warum? Weil ich der Bibel so vertraue. Ja? Und dann würde, wenn Israel auseinanderbricht, hätten wir die antiken Strukturen wieder. Und dann macht der kommende Fürst einen Bund mit den vielen. Das ist eine unorganisierte Struktur. Warum macht er das denn? Weil der klein ist und schwach. Ja, Moment, aber die Prediger sagen doch immer, der große, mächtige Weltbeherrscher, Antichrist, der die ganze Welt beherrscht, der macht einen Bund mit dem kleinen Israel. Nö, die brauchen sich gegenseitig. Der ist doch ein kleines Horn. Wie lange macht er denn den Bund? 7 Jahre. Wie lange herrscht er denn? 42 Monate. Ja? Sagt Offenbarung 13. Was macht er denn hier? Da ist er ein kleines Horn. Ja? Der wächst doch erst. Der ist ein ganz kleines Hörnlein hier vorne. Ja? Hinten ist ein riesengroßes Horn. Ja? Der wächst schnell. Aber am Anfang ist der ganz klein und ganz schwach. Warum? Weil Syrien komplett verwüstet ist. Damaskus ist ein Stadtstaat. Wir sehen das ja vielleicht im Moment sogar, ja? Dass Syrien komplett kaputt bombardiert wird und alle Infrastruktur kaputt ist. Und dann ist Israel zerbrochen. Dann brauchen die jemanden, der ihnen hilft. Ja? Und der braucht hier einen und dann machen die ein Bündnis. Der kleine, schwache Antichrist braucht irgendeinen Bündnispartner im Nahen Osten. Und diese Unstrukturierten brauchen irgendeine Struktur. Vielleicht nehmen die Regierungsinfrastruktur von Damaskus dann. Würde ja Sinn machen. Das steht eigentlich in der Bibel. Aber ihr hört immer, der große, mächtige Weltbeherrscher Antichrist macht einen Bund mit Israel. Merkt ihr, wie viel man da reinlegt, was da nicht drinsteht? Ja? Ja? Ja, genau, Einleger, schon Ausleger, ja. Aber er herrscht nur 42 Monate, das sind ja nur, ist ja nur die zweite Hälfte. Warum herrscht er denn in der zweiten Hälfte? Weil er in der Mitte nach Jerusalem raufzieht, hinter dem falschen Propheten her und die Frechheit besitzt, nach Jerusalem reinzubrechen und die zwei Zeugen dazu meucheln. Ja? Und dann sagt er, ich bin Gott. Warum? Die konnte doch niemand 1260 Tage lang töten. Feuer ging aus ihrem Mund. Aber mir konnten sie nicht widerstehen. Ich bin Gott. Das würde bedeuten, der Antichrist herrscht hier noch nicht. Der ist noch schwach. Der macht auch ein Bündnis mit dem falschen Propheten. Kommen wir jetzt, ist für den ein bisschen zu weit. Aber der falsche Prophet, der zieht rauf nach Jerusalem. Und der Antichrist hinterher. Aber kennt ihr die Geschichte vom Doeg? Wie der Doeg in den Tempel geht und die Priesterschaft tötet, weil die dem David versorgt haben mit Essen. Ja? Der Doeg war ein Edomiter. Es war ein Tier aus dem Meer. Der ist in den Tempel rein und hat die Priesterschaft gemeuchelt. Altes Testament ist ein prophetisches Bild auf das, was der Antichrist tut. Der meuchelt hier die Priesterschaft. Ja? Ist alles im Alten Testament schon drin. Und der ist ganz klein und ganz schwach. Und dann macht der kommende Fürst, der noch kommt erst, macht einen Bund mit den vielen hier. Und er macht den Bund 7 Jahre. Aber hier, der herrscht doch nur diese Phase. Ja? Warum macht er denn hier vorne? Da ist er noch ganz klein mit dem falschen Propheten hinterher. Und braucht einen Bündnispartner. Und die drei, die gehen dann auch in ein Bündnis. Antichrist, falscher Prophet und diese vielen hier. Deswegen ist der Vorhof den Heiden gegeben.